Sein Kleiderschrank kann man auf Geschäftsreise leider nur schwer mitnehmen. Deshalb zeige ich euch heute, wie man den Business-Look clever kombinieren kann und was es für Möglichkeiten gibt. Mein Name ist Sebastian und ich trage heute übrigens einen Business-Casual-Look. Die häufigsten Missgeschicke bei der Kleiderwahl passieren übrigens im Sommer. Ich zeige euch, wie man auch bei den hohen Temperaturen den Stil bewahrt. Männer können übrigens auf leichte Socken in ihren Anzugsschuhen zurückgreifen und ich empfehle eine etwas weiter geschnittene Hose. Hier ist vor allem Leinen und Baumwolle das Maß aller Dinge, wenn es draußen ein bisschen wärmer ist. Als Oberteil empfehle ich ein einfarbiges Piqué-Hemd, das sitzt schön locker und sieht trotzdem noch schick aus. Natürlich spielt die Wahl der Materialien hier eine große Rolle. Leinen, Merino-Wolle oder auch die Cool-Wool-Technologie sind sehr zu empfehlen, damit ihr euch in eurer Business-Kleidung bei heißen Temperaturen angenehm gekühlt fühlt. Wenn es im Sommer ein etwas extravaganteres Schuhmodell sein darf, dann kann ich diesen ausgefallenen Schnürer empfehlen oder aber diesen Loafer hier. Wichtig ist nur, dass sie nicht gefüttert sind. Frauen haben es im Sommer bei der Wahl der Businesskleidung ein klein wenig leichter als Männer. Einfach ein leichtes Sommerkleid wählen, das bitte nicht kürzer ist als kurz über dem Knie und dazu einen Sommerblazer oder eine leichte Strickjacke. Wer es etwas extravaganter mag, der kann auch gerne zum Business-Jumpsuit greifen. Kommen wir nun zu den Don'ts. Männer sollten auf gar keinen Fall, ich wiederhole, auf gar keinen Fall offene Schuhe, Sandaletten, Muzzle-Shirts oder Shorts im Büro tragen. Und wenn ihr euer Sakko ausziehen wollt, dann wartet bitte, bis das der Gastgeber oder der Ranghöchste vor euch getan hat. Auch für Frauen gilt im Office, bitte keine Flipflops oder Schlappen und bauchfrei und Spaghetti-Träger ist doch eher etwas für die Freizeit. Sollte es doch etwas Extravagantes sein, einfach clever kombinieren, zum Beispiel mit schlichten Schuhen oder Accessoires. Im Winter heißt es übrigens, die sportliche Skijacke bleibt schön auf der Piste und ihr greift auf eine schlichtere, unauffälligere Variante zurück. Es gibt Modelle wie zum Beispiel dieses, die eignen sich wunderbar sowohl für die Freizeit als auch für das Office. Sie halten warm und sie halten vor allem auch trocken. Und wenn ihr doch mal wieder unterwegs seid, könnt ihr sie wunderbar zusammenrollen und in die Tasche packen. Bei eurer Businesskleidung solltet ihr besonderen Wert auf die Materialien legen, gerade im Winter. Bouclé zum Beispiel ist schön fest, Kaschmir hält natürlich warm, sieht gut aus und trägt sich hervorragend und Merino-Wolle ist relativ klimaneutral, das passt also immer. Anzüge und Mäntel aus Tweed, Flanell oder Wolle geben eurem Outfit nicht nur das gewisse Extra, sondern sehen auch noch außergewöhnlich gut aus. Dieses Sakko zum Beispiel hier ist aus Tweed und alles andere als spießig. Und nicht nur das Material ist toll, sondern es hält vor allem auch richtig schön warm. Frauen können neben dem klassischen Wollmantel natürlich auch auf einen Trenchcoat oder einen Blazermantel zurückgreifen. Knallige Farben für Mütze und Schal sind absolut in Ordnung, aber dann sollte man darauf achten, dass der Mantel eher eine gedeckte Farbe hat. Und was sind eure Must-Haves für die Reisegarderobe? Schreibt es mir gerne hier unten direkt in die Kommentare.